NDR Kultur. CD-Neuheiten. Mit Philipp Kaver. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und sage herzlich willkommen zu einer extra langen Ausgabe der CD-Neuheiten. Diesmal eine ganze Stunde. Uns wurden einige CDs ins Nest gelegt. Drei davon habe ich für heute Abend ausgesucht. Eine Rarität sind die Werke für Violoncello von Emmanuel Mohr. Hochverehrt von Pablo Casals war der spätromantische, aus Ungarn stammende Komponist ein großer Melodiker. Sebastian Hess und David Stromberg haben sich für Mohrs Doppelkonzert mit den Nürnberger Sinfonikern zusammengetan. Musik wie aufbrechende Knospen. Das Zarte wird zum Drängenden und man erahnt, welche Kräfte, Farben und Aromen sich entfalten werden, schon am Beginn des Doppelkonzerts für zwei Celli von Emmanuel Mohr. Rudolf Pielmeier dirigiert die Nürnberger Sinfoniker. Aufgewachsen mit Musik von Wagner, Schumann und Brahms, war Mohr ein Zeitgenosse von Mahler, Debussy, Strauss und Sibelius. Auch er suchte in dieser künstlerisch überaus spannenden Zeit nach Wegen, mit der harmonischen Tonalität nach Wagner umzugehen. Die Solisten dieser Aufnahme sind Sebastian Hess und David Stromberg. David Stromberg hat mir seine Gedanken zu diesem Werk zu Hause aufgenommen und als Audio geschickt. Man weiß sich also auch in Corona-Zeiten irgendwie doch zu helfen. Diese Musik ist ausgesprochen fantasievoll, in der Harmonik sehr eigen und rhapsodisch eigentlich in der Anlage. Man wundert sich, dass Emmanuel Mohr heute kaum gespielt wird und dass ihn kaum jemand kennt. Zu seinen Lebzeiten wurde er nämlich von den wichtigsten Musikern gespielt.
zum Beispiel von Alfred Cortot, Jacques Thibault, Eugène Isaé, Fritz Kreisler und die Dirigenten Willem Mengelberg, Arthur Nikisch führten seine Werke auf. Der wichtigste Förderer von Mohr war Pablo Casals. Casals wurde ein Freund und Mentor. Zum Beispiel führte er ein Cellokonzert bei seinem Debüt in Wien auf, ein Cellokonzert von Emanuel Mohr. Casals soll gesagt haben, bei der ersten Begegnung der beiden, sie sind ein Genie. Und diesen Ausspruch hat er auch wiederholt. Man kann es nachlesen im Buch Licht und Schatten auf einem langen Weg. Und Mohr revanchierte sich für diese Unterstützung mit wunderbarer Musik, die er Casals widmete und die auch den Geist von Casals in sich aufgenommen hat. Und unser Doppelkonzert, dieses Werk für zwei Cello und Orchester, schrieb Mohr für Casals und seine damalige geliebte Jules Herminia Succia. Und die beiden waren erstmal in einer Lehrer-Schüler-Beziehung, aber das änderte sich dann. Und sie traten auf als Frau und Herr Casals. In einigen Konzertprogrammen konnte man lesen, Frau Jules Herminia Succia Casals oder Frau Casals. Aber sie waren wohl nie verheiratet. Und das muss damals etwas sehr Besonderes gewesen sein. Das war ja eine Art wilde Ehe. Und diese Beziehung war ja geprägt von großer Zuneigung, aber auch von Eifersucht, Raserei, Verdächtigungen von Seiten Casals. Denn die Jules Herminia muss wohl sehr attraktiv gewesen sein. Und sie hatte Verehrer. Und Casals war wohl sehr eifersüchtig. Und Emanuel Mohr hat das Werk eben für diese beiden komponiert. Und ich habe den Part von Succia gespielt und Sebastian Hess hat den Part von Pablo Casals übernommen. Succias Part ist der virtuosere, die Solostimme. Dieser Umstand hatte seinerzeit bei Casals für Unmut gesorgt. Nach 6 Jahren trennte sich das Paar. Succia feierte große Erfolge in England. Vor der Trennung allerdings führten beide das Doppelkonzert häufig auf. Es gibt Postkarten, die Casals an Mohr geschickt hat. Und die zeigen sehr schön die Beziehung der beiden. Casals schrieb nämlich am 1. Dezember 1908 an Mohr anlässlich eines Auftritts in der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Arthur Nikisch, trat Casals auf bei den philharmonischen Konzerten, ich vermute, mit den Berliner Philharmonikern zusammen. Casals schreibt, mein lieber Freund, Ihr Double-Konzert hatte gestern Abend in der Philharmonie und vorgestern bei der Generalprobe einen großen Erfolg. Das Orchester hat gut gespielt. Wir fahren heute Abend nach Russland. Und eine nächste Postkarte schreibt er am 15. Dezember aus Moskau. Begeisterter Erfolg für das Doppelkonzert in Moskau. Nachdem wir 6-mal auf das Podium zurückkehrten, mussten wir das Intermezzo als Zugabe geben. Wir fahren zu Weihnachten zurück nach Paris. Wir senden Ihnen schönste Erinnerungen. Ihre Freunde Pablo und Jules Herminia. Thank you.
Der zweite Satz aus dem Doppelkonzert D-Dur von Emmanuel Mohr. Das Doppelkonzert hat einen rhapsodischen Charakter. Die Musik fließt, die Themen erklingen und es geht von einem zum nächsten. Das ist durch und durch romantische Musik. Und das Schöne ist, dass die beiden Celli einander gleichwertige Partner sind. Und sie kreieren diesen Ausdruck gemeinsam. Es ist ein Dialogisieren, ein sich zuhören, ein sich die Bälle zuspielen, musikalisch gesprochen. Und für mich gibt es in jedem dieser Sätze Passagen, die sind von übersinnlicher Schönheit. Das ist eine Welt, die sich da auftut, fast so die Geschichte musikalisch wird erzählt. Und dann gibt es Momente, wo die Handlung stillsteht und es nur noch ein Gefühl ist, nur noch ein Wahrnehmen von etwas ganz Wunderbarem. Der Cellist David Stromberg. Er widmet sich auf dieser neuen CD auch der Kammermusik von Emmanuel Mohr. Emmanuel Mohr schafft es auf meisterhafte Weise, die unterschiedlichen Instrumente Cello und Klavier miteinander zu verschmelzen und eine Einheit zu kreieren. Das Cello als ein Melodieinstrument, das Klavier als ein Harmonieinstrument verbinden sich und es entsteht eine wunderbar expressive, elegische Tonsprache. Thank you.
Der Mann, der solche Melodien schreiben kann, ist heutzutage einzigartig. Das sagte der Dirigent Leopold Stokowski über Emmanuel Mohr. Während die Klangsprache des Doppelkonzerts eher an Edward Elgar erinnert, scheint durch diese Sonate für Violoncello und Klavier A-Moll die ungarische Herkunft des Komponisten Mohr. David Stromberg. Die Sonate Nummer 2 für Cello und Klavier, Opus 53, spiele ich gemeinsam mit der Pianistin Irina Zarenkova. Sie lebt in Helsinki und wir haben gemeinsam im Jahr 2018 zwei Konzerte in Estland gegeben. Eines in Tallinn und eines in Tartu. Und mir gefiel ihr Spiel so sehr, dass ich sie gefragt habe, ob sie die Sonate von Emmanuel Mohr mit mir aufnehmen möchte. Die Suite für vier Celli Opus 95 entstand im Auftrag von Pablo Casals. Dabei bestand die besondere Herausforderung für Mohr darin, abwechslungsreich für vier Instrumente desselben Registers zu schreiben. Emmanuel Mohr hat daher Tonumfang und klangliche Spannweite voll ausgereizt. Das einleitende Andante Sostenuto der Suite für vier Violoncelli C-Dur von Emmanuel Mohr. Es spielten David Stromberg, Niklas Eppinger, Sebastian Hess und Karina Reeves. Das kompositorische Schaffen Emmanuel Mohrs verebbte mit dem Ersten Weltkrieg.
Ab 1920 machte er Erfindungen im Instrumentenbau, modifizierte Streichinstrumente und entwickelte einen zweimanualigen Konzertflügel, der eine Zeit lang von mehreren namhaften großen Klavierfirmen gebaut wurde. Einen solchen Flügel wieder hörbar zu machen, das ist das nächste CD-Projekt von David Stromberg. Seine gemeinsame CD mit den Nürnberger Symphonikern, Sebastian Hess und weiteren Kammermusikpartnern ist eine sowohl verdienstvolle als auch vergnügenbereitende Einspielung von hohem Repertoirewert. Erschienen bei Oehms Classics, auch mit lesenswertem Beiheft. NDR Kultur am Sonntagabend mit den CD-Neuheiten.